Herzlich willkommen beim Stadtmagazin mit einer Nachricht, die wirklich den Kreis Segeberg bewegen wird und auch Schleswig-Holstein bewegen wird. Vielen Dank, dass Sie da sind, Stefan Holowaty aus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, jetzt noch Hennstedt-Ulzburg, aber in Zukunft aus Alsterstadt und dann Ratsherr plötzlich, heute noch Gemeindevertreter. Und das ist die Nachricht: nach 54 Jahren, in denen sich Hennstedt-Ulzburg, sagen wir es unter uns, belächeln hat lassen müssen. Als größtes Dorf des Landes. Als größtes Dorf des Landes, Samtgemeinde, man weiß es nicht. Ist es jetzt soweit, Hennstedt-Ulzburg wird Stadt und mit den Stadtrechten gibt es einen neuen Namen und ich würde sagen, Sie verkünden das exklusiv. Ja, das Schöne daran ist, Hennstedt-Ulzburg wird in Zukunft Alsterstadt heißen. Alsterstadt als Zusammenschluss von Hennstedt-Ulzburg, wahrscheinlich auch von Kaltenkirchen und von Kisdorf. Das wird die neue Metropole im Norden von Norderstedt werden. 54 Jahre Anlauf. Was sind jetzt die Argumente gewesen, dass die Landesregierung gesagt hat, ja, jetzt müssen wir aus dieser Samtgemeinde, aus dem Dörfchen, endlich eine Stadt machen? Ich glaube, genau war das war das Problem, das Dörfchen. Hennstedt-Ulzburg ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen im Land Schleswig-Holstein, gerade auch wenn man Kaltenkirchen noch mit dazu nimmt. Dass diese beiden Regionen sich jetzt zusammenschließen, ist nur logisch. Dass Kisdorf dazukommt als eine sehr bevorzugte Wohngegend, ist nur logisch. Damit können wir deutlich mehr Dienste, Ideen und Möglichkeiten für unsere Bürger hier bieten. Wir stehen ja nicht ohne Grund hier an der Alsterquelle, wo quasi das Schicksal dieser neuen Stadt, Alsterstadt, begann. Was ist geplant? Ich habe da schon einiges gehört. Ja, es reicht ja nicht nur einfach zu sagen, wir sind ab jetzt Stadt und ein neues Schild an die Straße zu hängen, sondern das heißt auch, wir können mit neuen Ideen endlich loslegen. Tourismus ist in Schleswig-Holstein, gerade auch in unserer Region, ein Riesenproblem und die Alsterquelle ist ein Schatz, ein unglaublicher Schatz, den Alsterstadt jetzt heben wird, aus dem Alsterstadt eine Tourismusregion machen wird. Wir werden einen neuen Nationalpark Alsterregion schaffen, zudem nicht nur die Alsterquelle hier gehört, sondern auch das Schlappenmoor, das Hennstedter Moor und die Alsterniederung, in denen uns dann gerade befinden. Das ist eine Chance für Tourismus, für die Menschen hier in der Region und natürlich auch für Umwelt- und Naturschutz. Jetzt bin ich ehrlich, das sieht ja ein bisschen aus wie Gerümpel. Ich habe da vorne eben sogar ein paar Ölflecke gesehen. Soll das so bleiben und die Hunderttausenden anziehen? Wir schaffen eine Naturregion, wir schaffen eine Urlaubsregion und natürlich kann das nicht so bleiben. Natürlich wird hier an dieser Stelle ein entsprechender Alsterbrunnen, ein Quellbrunnen, dafür gibt es übrigens auch schon einige künstlerische Entwürfe, ein Quellbrunnen entstehen, der in der Tat dann auch zum Aufenthalt einlädt, der mit touristischen Angeboten im Drumherum aufwarten kann, der die Menschen anzieht und der gleichzeitig auch Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Radtouren, von Lastenfahrradtouren oder auch von Wandertouren hier durch die Region ist. Getreu auch unter dem Motto Urlaub machen unter der 380 kV-Leitung, also auch Urlaub machen mit der Energiewende. Und das ist eigentlich die entscheidende Botschaft, die wir im Moment gerade senden können. Ja, das hat eine Menge Strom. Was bedeutet das auch für die Stadt als der Stadt? Da muss ja vieles von der Organisation auch größer werden. Reicht das Rathaus aus? Nein, natürlich bei weitem nicht. Es ist ganz selbstverständlich, wir wissen ja alle, dass wir heute schon Probleme mit unserem CCU, dem Einkaufszentrum, haben. Das liegt direkt neben dem Rathaus. Es ist nur logisch, dass die Verwaltung jetzt das CCU komplett mitmietet und entsprechend sich dann auch dort ausbreitet. Das ist auch der ideale Punkt für die gemeinsame Verwaltung von Alsterstadt. Ja, das hört sich spannend an. Vielleicht wird der Chinese im CCU dann ja der die Kantine für dieses Riesenobjekt betreiben kann. Was ist denn mit den anderen Unternehmen im CCU? Ich habe gehört, es soll eine neue Mall kommen, die hier im Bereich der Alsterquelle dann kommt. Ob das eine Mall wird, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es hier eine touristische Infrastruktur geben. Wir brauchen Souvenirläden. Wir brauchen selbstverständlich auch die Möglichkeit, ein Besucherzentrum hier aufzubauen mit Informationen von der Energiewende bis hin hier zum Naturpark Alsterpark. Wir brauchen selbstverständlich Verpflegungsmöglichkeiten für die große Anzahl an Gästen, die wir hier begrüßen werden. Das heißt, da wird es hier auch natürlich eine entsprechende umgebende Infrastruktur geben. Wichtig ist, die Alsterquelle ist das Zentrum. Und von dort aus kann man dann als Besucher in die Natur hinaus, in die verschiedenen Regionen des Naturparks Alsterpark ausschwärmen.
Man hört hinter verschlossenen Türen, es gibt auch sportlich einige Dinge, die passieren sollen. Es soll tatsächlich ein neues Stadion kommen. Ist es richtig, dass dieses Stadion dort errichtet werden soll, wo jetzt noch das Gewerbegebiet ist? Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Es gibt auch eine Möglichkeit, einfach dieses existierende Stadion beim alten Bürgerhaus abzugraden, mit entsprechenden Tribünen zu versehen und vor allem möglicherweise auch mit einer als Arena auszubauen. Denn wir wollen ja hier auch Kulturevents, wie zum Beispiel Konzerte oder Ähnliches, in Alsterstadt möglich machen. Wenn das Ganze kommt, also wenn das hier ein Freizeitpark wird, ein Naturpark, wenn es eine Zukunft gibt als Zweitligist, Erstligist, das wäre schade, weil dann hat man mit dem HSV keine Gelegenheit, sich auszutauschen. Wenn das alles kommt, kommen ja auch die Touristen. Ist es richtig, stimmt das Gerücht, dass auch Kaltenkirchen Teil von Alsterstadt werden soll und der Flughafen, das Projekt dort wieder reaktiviert werden soll? Also Kaltenkirchen kann ich absolut bestätigen. Das ist ein zentraler Punkt von Alsterstadt, dass sich Henschel, Ulzburg und Kaltenkirchen, die heutigen quasi Dörfer, zusammenschließen, um auch eben diese Metropole nördlich von Norderstedt zu bilden. Beim Flughafen, da muss man noch drüber diskutieren. Wir werden auf jeden Fall einen exzellenten S-Bahn-Anschluss bekommen mit mehreren Bahnhöfen. Der heutige Bahnhof Ulzburg Süd wird da viele Linien zusammenkommen, zum Hauptbahnhof Alsterstadt werden. Wir werden dann entsprechend auch Anschlüsse hier für die Region, also für den Naturpark haben. Der Flughafen, das muss man noch sehen, weil wir streiten uns da momentan noch über die Einflugschneisen mit Hamburg. Denn Hamburg möchte auf seinen Flughafen aktuell noch nicht verzichten. Aber ich glaube, möglicherweise werden die auch die Vorteile sehen. Das hört sich alles spannend an. Ab wann fängt das Ganze an? Ab wann gelten die Stadtrechte? Ab wann reden wir tatsächlich über Alsterstadt? Ja, also ich glaube, ab sofort, also unverzüglich, im Prinzip ab heute, ab dem 1. April. Das ist also unsere Vision für Alsterstadt. Wir sehen hier unser großes, neues Besucherzentrum. Das wird bunt, das wird mit natürlichen Materialien gebaut werden. Hier müssen wir aufpassen, mit natürlichen Materialien gebaut werden. Und hier haben wir dann die Ausweichsäcke, die vielleicht dann auch irgendwann zur Wasserskianlage werden wird. Das ist unsere Vision für Alstertal. Natürlich wird das hier auch alles entsprechend behindertengerecht. Und dann werden wir eine entsprechende große Anlage haben und, glaube ich, auch den Tourismus in Schleswig-Holstein, den Binnentourismus in Schleswig-Holstein neu beschreiben können. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.